Hallo und herzlich willkommen zurück zu, ja, im Moment erstmal einem neuen kleinen Vorgestellt. Ich möchte nämlich mit euch gemeinsam das Tutorial von Sunhaven spielen. Ja, ihr hört richtig, es ist mal wieder Indie-Games-Time und ja, eigentlich besteht so dieser Channel zu 80% aus Indie-Games. Die meisten werden es gar nicht mitbekommen haben, weil sehr viele aktuelle Indie-Games mittlerweile sich so in die Herzen der Leute geschmuggelt haben und so eine tolle Grafik teilweise haben, so einen tollen Charakter haben. Ich sag nur die ganzen Point-and-Click-Spiele. Gut, bei den Horror-Games gebe ich zu, da kann man es meistens sehen, wenn es ein Indie-Game ist, was natürlich nicht heißt, dass es schlechter gemacht ist. Aber es gibt so viele andere Beispiele. Beispielsweise sind wir ja gerade noch aktuell beim Let's Play von Closer the Distance, was nebenbei bemerkt auch ein Indie-Game ist. Also es gibt so viele tolle Indie-Games. Deswegen auch nochmal ganz kurz der Hinweis, wer sich für Indie-Games interessiert oder auch so für diese Art wie bei Sunhaven, Pixel-Games und so weiter, weil die natürlich auch überwiegend aus ja, einzelnen Entwicklerhänden entstanden sind, also sprich von Indie-Games. In die Devs so rum, der kann gerne auf meinen Blog gehen. Da findet ihr auch sämtliche Verlinkungen zu YouTube-Seite und so weiter und so fort von Indie Games Blog. Ja, dann legen wir auch direkt schon mal los. Ich muss mich erstmal ein bisschen umschauen. Entdecken Sie unsere Kosmetika? Ja, da habe ich sogar auch so ein bisschen schon reingestöbert und ich habe mir auch tatsächlich drei Sachen zusätzlich noch geholt. Patch-Anmerkungen sind hier zu sehen. Ein Shop gibt es ja auch nochmal, da sind wahrscheinlich dann die DLCs und so weiter drin. Ja, und hier im Hintergrund wird schon fleißig gewunken, dass wir anfangen sollen. Deswegen, wir fangen jetzt an. Wir werden jetzt erstmal den Einzelspieler spielen, um mal so ein bisschen reinzukommen ins Spiel. Und sollten wir das Ganze dann doch weiterspielen, ich weiß nämlich, dass der Epi das zum Beispiel auch hat, dann können wir später immer noch in den Mehrspielermodus wechseln. Wir erstellen uns erstmal einen Charakter. Oh mein Gott, es ist komplizierter, als ich dachte. einfallsreich und ehrgeizig haben sich die Menschen zu einer der bekanntesten Rassen dieser Welt entwickelt. Sämtlichen Widrigkeiten zu Trotz und jedes Hindernis zu überwinden ist das Geburtsrecht dieser fleißigen Rasse. Die Menschen sind nicht nur dafür bekannt, die Erwartungen zu erfüllen, sondern sie übertreffen diese auch noch. Ja, kommt drauf an, welche Erwartungen. Also die negativen Erwartungen, die übertreffen wir auf jeden Fall. Dann gibt es noch die Elfen. Elfen sind eines der ältesten Völker der Welt und auf mystische Weise auf den Fluss der Lebensenergie um sie herum eingestimmt. Sie sind Freunde aller Pflanzen und Tiere und fühlen sich in den Wäldern am wohlsten. Jüngere Mitglieder dieses Volkes breiten sich jedoch in der Welt aus und gründen Dörfer an Orten, an denen Elfen zuvor noch nicht gesehen wurden. Beginne das Spiel mit dem Elfeneis-Effekt. Deine scharfen Elfenaugen erkennen Bewegungen mit unvergleichlicher Genauigkeit und erhöhen dadurch den Schaden, den du mit der Armbrust verursachst. Was war bei den Menschen? Beginne das Spiel mit dem Expert-Crafter-Effekt. Du bist ein geborener Meister des Handwerks. Das wäre natürlich cool. Der andere zur Höchstleistung inspiriert und dadurch durch die Höchstgeschwindigkeit, mit der Gegenstände von dir und deinen Mitspielern hergestellt werden. Dann hätten wir noch die Dämonen. Dämonen sind gerissene und einfallsreiche Kreaturen der Finsternis. Sie gedeihen im Schatten der Nacht und werden von ihren Streben nach Stärke angetrieben. Ja, denn was ist der Sinn des Lebens, wenn nicht der Machterhalt? Also könnten wir jetzt theoretisch sagen, dass unsere Politiker alle so zum Reich der Dämonen zuzuordnen sind, würde ich jetzt mal sagen. Dies ist das Credo der Dämonen. Beginne das Spiel mit Shadow Rush, der dir erlaubt, deine wilde dämonische Kraft zu kanalisieren, um deine Bewegungsgeschwindigkeit vorübergehend zu erhöhen. Fände ich cool, dann könnte man schneller laufen. Aber ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ein Problem ist hier drin. Dann die Engel. Mit ihrer unübertroffenen Anmut sind Engel Leuchtfeuer, selbst am dunkelsten Himmel. Sie fungieren als Wächter der Welt und beschreiben die Geschichte von allem, was sie sehen, auf. Nicht jeder Engel hält sich an die gleichen Prinzipien, aber welchen Weg sie auch wählen, sie gehen ihn mit voller Hingabe. Beginnen Sie das Spiel mit dem Zauber
Miracle, der es ihnen ermöglicht, ein engelhaftes Wunder herbeizurufen, um Gesundheit für sich selbst und Spieler in der Nähe herzustellen. Das klingt ehrlich gesagt ziemlich gut. Das klingt wirklich gut. Aber ich will kein Engel sein. aber es klingt sehr gut, also das mit dem Leben herstellen. Dann die Amari. Über die Ursprünge der Amari existiert nur ein unbelegter Mythos. Was jedoch bekannt ist, dass die Amari stark mit ihren Ahnengeistern verbunden sind. Diese macht sie zu treuen Verbündeten, die im Einklang mit der wilden Natur stehen. Okay, beginne das Spiel mit dem Effekt Primal Nature. Deine tierischen Instinkte gewähren deinen Angriffen eine kleine Chance, deine Gesundheit wiederherzustellen. Er hört sich jetzt nicht so. Elementar. Die Elementare, die älteste aller Rassen, existieren als ätherisches Wesen mit Körpern aus peitschenden Flammen oder fließendem Wasser. Alles, was man über sie weiß, ist, dass sie das Ergebnis der chaotischen Elemente der Natur sind, vermischt mit seltsamer und mächtiger Magie. Man nimmt an, dass die heute lebenden Elementare dieselben sind, die schon seit jeher existieren, da sie keine natürliche Lebensspanne zu haben scheinen. Beginne das Spiel mit dem Zauber Elemental Tap. Deine natürliche Verbindung zu den Elementen erlaubt es dir, Mana für dich und andere Spieler in der Nähe wiederherzustellen. Fände ich cool. Ich will aber nicht so aussehen. Das ist jetzt mein Problem. Ich möchte nicht so einen Kopf haben, wo ich Angst habe, dass meine Haare gerade abwackeln. Aber so von der Idee her, was man machen kann, finde ich schon ziemlich cool, muss ich sagen. Und dann gibt es noch die Naga als letztes. Oha, das sieht aus wie hier die Medusa. Die Naga sind eine geheimnisvolle Rasse, die seit Generationen im Untergrund lebt, um ihre Kultur vor äußeren Einflüssen zu schützen. Da sie sich so lange vor der Oberfläche versteckt gehalten haben, haben sie fast alles über das unterirdische Leben gelernt. Die Fähigkeit des Anpassens, um zu überleben, ist der Grundpfeiler ihrer Kultur. Stimmt nicht ganz, weil die Fähigkeit des Anpassens erlernt man mitunter davon, also dadurch, indem man andere Kulturen kennenlernt. Man soll sich jetzt nicht den anderen in dem Sinne anpassen, dass man sich selbst oder seinen Charakter unterdrückt. Das auf gar keinen Fall. Aber man muss natürlich voneinander lernen und dementsprechend auch wachsen. Und es bringt halt nichts, wenn man Angst vor anderen Kulturen hat und sich dann unter der Oberfläche irgendwo versteckt. Wobei ich verstehe, warum die anderen vielleicht Angst haben, weil ich musste, wie gesagt, auch gerade an Medusa denken. Aber nein, das ist jetzt nicht negativ gemeint. Beginne das Spiel mit dem Meermaid-Touch-Effekt. Ach, das soll Meerjungfrauen sein. Oh, ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe und behaupte das Gegenteil. Naga sind von Natur aus mit den Gewohnheiten von Meeresbewohnern vertraut, was den perfekten Bereich beim Angeln erhöht. Ja. Gut. Ich möchte gerne die Passive von den Elementar haben und die Optik vom Menschen. Geht das? Ich schätze, ich werde wohl beim Menschen hängen bleiben müssen. Voreinstellung wollen wir nicht. Den Körper stellen wir mal. Ja, ich bin ja auch so ein bisschen käsig eigentlich. Aber es sieht ein bisschen komisch aus hier drin. Ja, ganz weiß bin ich aber auch nicht. Also ich bin doch kein Geist geworden. Haare. Haare ganz wichtig natürlich. Lila. Und bitte weibliche Haare. Nicht so. Oh ja, genau. Haare bis zum Boden, wortwörtlich. Das sind meine. Ne, das waren meine Haare tatsächlich mal früher. Die sind. Die kann man nicht drehen. Das ist das Problem. Oh, das sieht gut aus. Das sieht tatsächlich gut aus. Ungefähr so, wie ich jetzt meine Haare habe. Nein, okay, ich gebe zu, ich hatte ungefähr so die Haare, wenn auch nicht ganz so lang natürlich, hatte ich, bevor ich mit dem extrem vielen Färben angefangen hatte. Und jetzt könnte ich mir eigentlich bald eine Glatze machen. Also jetzt sind die Haare so scheiße und so dünn geworden. Wieso steht der Haselnuss, wenn das gelb ist? Okay, also ich habe auf jeden Fall braune Augen. Die Frage ist, ich hätte gerne Wimpern.
Ach, ich lasse einfach, oder? Ich weiß ja nicht mal, welche Augen das jetzt sind von denen. Scheiße, jetzt habe ich da doch drauf gedrückt. Große braune Augen sehen natürlich auch gut. Oh Gott. Okay, also sie haben gar keine mit Wimpern. Dann nehmen wir die großen Glubschaugen. Und da kann man wohl anscheinend. Ja gut, das dritte Auge, das habe ich ja verdeckt mit meinem Pony jetzt gerade, ne? Kann man ansonsten anscheinend wohl nur Bärte. Ah ja, okay, und Brillen. So ein Kram möchte ich aber nicht. Truhe, was heißt. Was meine ich mit Truhe? Das ist doch Oberteil gemeint, oder nicht? Was ist Oberteil mit gemeint? Keine Ahnung, warum das mit Truhe übersetzt worden ist. Ich habe keine Ahnung. Ja, Moonshirt sieht doch ganz gut aus. Aber nicht im Blau. Das nehmen wir ein bisschen passend. Hat der gerade. War der Magen jetzt hier gerade am Rumoren von ihr, oder? Ich glaube, ich habe gerade die Hose entfernt oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Ich ziehe dir meine normale Hose an. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Gärtner-Outfit. Kopf kann ich nicht verändern. Achso, Kopf, Flügel, Schwanz, das ist dann. Okay, verstehe. Beruf. Oh, den können wir aussuchen. Das ist gut. Angler, das alles will ich alles nicht. Zauberer. Zauberer ist cool. Sie starten das Spiel mit Bonus-Mana. Permanente Erhöhung des maximalen Mana. Ah, das ist schon gut. Sodass du mehr Zauber wirken kannst, bevor sie ausgeht. Eine permanente Erhöhung des Zauberschadens. Bekannt dafür, dass er die Welt in Schwung bringt. 600 Münzen. Viehzüchter gucke ich aber auch mal eben nach. Da hätten wir dann zum Beispiel Huhn. Kümmere dich gut um deine Hühner und du wirst mehr Eier haben, als du jemals brauchst. Ja, wunderbar. Tiernamensschild. Dieser besondere Anhänger kann verwendet werden, um ihren Haustieren und Stalltieren einen eigenen Namen zu geben. Ich denke mir mal, das können wir aber auch später noch alles machen, oder? Der Gärtner fände ich auch cool. Apfelbaumsamen. Die winzigen Samen werden zu einem prächtigen Apfelbaum heranwachsen. Jetzt ist die Frage, können wir auch andere Berufe erlernen? Ich bin ganz ehrlich, ich habe mich da wirklich null drüber informiert. Ich sehe ja eher aus wie eine Gärtnerin jetzt, so wie ich da stehe, ne? So wie ein Landwirt. Tomatensamen, Kartoffelsamen, Zwiebelsamen und etwas weniger Münzen. Kartoffelsamen brauchen 5 Tage, Tomatensamen 6 Tage, Zwiebelsamen 6 Tage. Oh mein Gott, dauert das lange. Ah, können für einen Grundpreis von 115 verkauft werden. Eieiei. Und beim Zauberer können wir natürlich nichts machen, ne? Ist nur meine permanente Mana erhöht. Ich weiß nicht, wofür ich die brauche, aber ich bin halt immer so, ne, fürs Zaubern. Ich hoffe, dass wir auch die anderen Berufe hier noch machen können. Entdecker ist natürlich auch cool, mal eben gucken. Permanente Erhöhung der Bewegungsgeschwindigkeit. Bäre. Na gut. Okay, also wir starten mal mit dem Zauberer. Ich habe absolut keine Ahnung. So, Name. Aber wo soll ich jetzt mein Geburtsdatum reinmachen? Hier steht nichts mit Geburtsdatum. Geburtstag. Wählen Sie Ihren Geburtstag. Würde ich gerne, wenn ich hier reinkommen würde. Hallo? Okay, Geburtstag dürfen wir anscheinend nicht wählen. Ich weiß nicht warum. Ich habe das Spiel kaputt gemacht. Das tut mir leid. Ja, ihr Lieben, ich habe das Spiel nicht kaputt gemacht. Ich dachte, wenn ich hier draufstehe und da steht, bitte wähle deinen Geburtstag, dass man da draufklicken muss. Muss man aber nicht. Man muss hier links draufklicken und dann kann man es öffnen. Ja, wobei ich jetzt nicht genau weiß, Wintertag. Also man kann nur Jahreszeiten nehmen, oder wie? Okay, dann gehe ich mal in den Winter. Also ich halte mich jetzt mal an meinen tatsächlichen Geburtstag im Winter. Es wäre schön, wenn das auch. Achso, der bestätigt das. Ah, okay. Was ich mir nur gerade eben noch gedacht habe, wir haben Könige nämlich noch gar nicht angeguckt. Das kann man tatsächlich als Beruf wählen. Münzen, bekannt dafür, dass er Schwung reinbringt. Da kriegt man dann 1000 Münzen. Okay, ist natürlich wesentlich mehr, aber ansonsten kann man quasi gar nichts, so wie es aussieht.
Ja, wir werden jetzt mal Zauberer probieren hier im Tutorial. Sollte ich den Epi überredet bekommen, dass wir das spielen, werde ich wahrscheinlich was anderes nehmen, denke ich mal. Irgendwie Landwirtschaft, Gärtner, Viehzüchter, keine Ahnung. Ich bestätige es erstmal. Oh, create human character, customize your character. Bist du fast fertig, Mama? Ich kann nicht zu spät für den Zug kommen. Nur einen Moment, Lynn. Wenn sich keine Zeit nehmen, wird sich das Metall verziehen. Du weißt das. Ich weiß, ich würde einfach nicht den Zug vermissen wollen. Ist alles. Hä? Was ist das für eine Übersetzung? Was ist los, Lynn? Nun, nichts. Es ist nur so, dass ich nicht weiß, ob ich schon bereit bin, so weit von zu Hause wegzuziehen. Sunhaven ist einen ganzen Tagesritt entfernt. Oh, Lynn, wir sparen zusätzliche Münze und besuchen sie. Mach dir keine Sorgen. Aber du hast schon alles für mich bei Sunhaven in das neue Zuhause gesteckt. Du hast wegen mir nicht einmal einen Kuchen zu deinem Geburtstag gehabt. Mach dir über solche Dinge keine Gedanken. Deine Zukunft ist rosig. Du solltest dich darauf freuen. Sunhaven ist die Heimat von Solon, einem der besten Schmiede der Welt. Du wirst ein guter Lehrling für ihn sein und eine Menge lernen. Du wirst keine Zeit haben, dir Sorgen um dein Zuhause zu machen, würde ich sagen. Du wirst nette neue Leute treffen und neue Dinge sehen. Wer weiß, sie könnten sogar heiraten. Die Leute sollen heiraten? Die Übersetzung ist wirklich. Naja, verheiratet? Nee, heiraten, hätte sie jetzt fragen müssen. Genau, das ist nicht nur eine Chance, als Schmiedin zu wachsen, Lynn. Du wirst auch viel erwachsener werden. Sunhaven ist eine legendäre Stadt. Es gibt einen Grund, warum so viele Menschen dorthin gehen, um zu finden, was sie suchen. Jetzt komm her, es ist fertig. Probieren Sie es schnell an. Wir müssen loslegen. Ja, ich sieh's meine Tochter auch immer. Omas alter Pauldrons für mich? Ich habe breitere Schultern als du, aber ich denke, ich habe sie gut angepasst. Sie erinnern daran, woher du kommst und wofür du arbeitest. Deine Großmutter hat sie an mich weitergegeben, als ich meine Schmiedelehre begann. Und jetzt ist es an der Zeit, sie an dich weiterzugeben. They passt perfekt. Ja. Danke, Mutter. Ich werde wirklich alle vermissen, Oma und Opa und alle Dorfbewohner. Wir werden dich auch vermissen, Lynn. Aber wir erwarten großartige Dinge von dir. Ah, es ist Zeit. Wir müssen loslegen. Oh, rechts. Oder links. Oder in der Mitte. Lass uns gehen. Sorry, aber da sind so viele Übersetzungsfehler drin. Also, es ist ja okay für ein kleines Spiel, was, sag ich mal, gerade rausgekommen ist. Aber nach dem, was ich mitbekommen habe, scheint dieses Spiel ja doch schon extrem viele ja, Spieler beeinflusst zu haben. Dass dann direkt in den ersten Sätzen schon solche ja, komplett Desaster-Übersetzungsfehler sind, das macht zwar das Spiel nicht schlechter. Aber es ist schon ein bisschen, naja. Oh je, so viele Leute. Ich hoffe, es gibt da einen Platz für mich. Es sollte nicht sein, sagen wir es mal so. Es tut mir leid, aber ist dieser Sitz genommen? Es tut mir leid. Entschuldigung, Dame. Diese Sitze sind besetzt. Oh, tut mir leid, dich zu stören. Hallo. Hallo, es tut mir leid, mich darum zu kümmern, aber wieso tut es dir leid, dich darum zu kümmern? Wird dieser Sitz genommen?
Ich kann das Let's Play, also ich kann diese Folge nicht weitermachen. Entschuldigung, Dame, diese Sitze werden für dich gesprochen. Ich sollte einfach den Text laufen lassen, ohne zu lesen. Oh, bist du sicher? Ich weiß nicht, ob die für mich gesprochen werden. Ich nicht. Es scheint keine. Ich. Ist schon okay. Egal. Genau, setz dich einfach an die Bar. Ach, da liegen auch Sachen drauf. Oh, ich glaube, sie ist magisch veranlagt. Sie hat jetzt eine traurige Wolke um sich rum. Ich denke, ich könnte es noch einmal versuchen. Entschuldigen Sie die Störung, aber ist dieser Platz besetzt? Oh, oh, du bist ein Mensch, so wie ich. Ach, das bin ich. Das bin ich. Ich habe es gerade erst gesehen. Entschuldige, vielleicht war das etwas seltsam, was ich gesagt habe. Ich habe so viel über die Welt außerhalb meines Dorfes gehört. Ich habe mich gefragt, ob ich neben jemanden sitzen würde, der Hörner oder vielleicht einen Schwanz hat. Tut mir leid, ich bin. Tut mir leid, ich bin nicht sehr gut im Reisen. Bin ich nicht aufregend genug für dich? Moment, was, also die Lin sagt das jetzt, ne? Es ist in Ordnung, einen Platz. Was? Es ist in Ordnung, einen Platz haben. Genau. Es tut mir leid, ich bin nur besorgt darüber, neue Leute kennenzulernen. Ich habe nicht so. Hä? Ich habe nicht so vertrautes Gesicht erwartet. Was? Ich muss das sein lassen. Ich kriege schon Kopfschmerzen beim Lesen. Oh, also, ist das ein Anhänger an deinem Gürtel? Die Leute aus meinem Dorf tragen ständig Amulette. Was bedeutet dein Anhänger? Ja, ich habe keine Ahnung. Habe ich einen Anhänger? Es ist ein Zauber, Romantik zu bringen? Nee. Es ist ein Charme, Reichtum zu gewähren? Oh ja, das wäre ganz cool. Ein Zauber, Abenteuer zu wecken? Ja. Ein Zauber, Frieden zu geben? Oh, da würde ich aber Angst haben, dass in meiner Umgebung die Leute plötzlich anfangen zu sterben. Das wäre nicht gut. Ich sag mal, es ist ein Charme, Reichtum zu bringen. A dream of riches. Oh, okay. Reichtum wie Geld, das ist kein schlechter Anhänger. Ja, aber ich bin keine Japanerin. Die hatten doch diese Anhänger, beziehungsweise diese, ja, ich sag mal Anhänger in Anführungszeichen. Ich komme gerade nicht auf den Namen, die man so an die Wand hängt und der dann Geldsegen bringen soll. Hey, wenn es dir nichts ausmacht, wenn ich frage, gehst du dann zu Sunhaven? Ich bin es, aber na und? Was? Woher wusstest du das? Du gehst also auch dorthin? Hehe. Nun, wenn du dorthin gehst, dann sind wir ja Nachbarn. Ich würde jederzeit mit dir als Nachbarin leben. Ja, schleim dich doch nicht ein, du hast die gerade erst kennengelernt. Du gehst auch nach Sunhaven? Das ist richtig. Ich habe eigentlich zum ersten Mal mein Dorf verlassen. Ich bin ein bisschen nervös, aber ich denke, es wird mir gut gehen. Übrigens, mein Name ist Lin. Wie ist deiner? Gameplayerin? Das ist dein einzigartiger Name. Ja. Oh je, du kommst aus der großen Stadt? Wie aufregend. Ich komme aus einem Dorf in der östlichen Region, das viel kleiner ist als Sunhaven. Ich frage mich, ob ihr die Gerüchte gehört habt. Es heißt, dass Monstervolk in letzter Zeit in der Nähe von Sunhaven gesichtet wurde. Was ist denn eigentlich, wenn ich jetzt sowas wie Anna oder sowas reinschreibe? Sagt die dann auch, das ist ein außergewöhnlicher Name? Und dass es tief in den Wäldern eine Stadt der Dunkelheit gibt, in der alle Arten von Monstervolk leben. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Ja, das ist richtig. Eine Stadt der Dunkelheit? Nun, das ist das Gerücht. Aber ich bin sicher, es sind nur Gerüchte. Sunhaven muss ein sicherer Ort sein, meint ihr nicht auch? Immerhin haben sie ihren eigenen Wächterdrachen. Der es beschützt und der muss ziemlich mächtig sein. Oh Gott, ich hoffe, es ist nicht Mushu. Es tut mir leid, ich habe vor ein paar Tagen das letzte Mal Disney Dreamlight Valley aufgenommen. Boah, es wurde ziemlich plötzlich dunkel, nicht wahr? Hast du Licht mitgebracht? Genau, weil hier jeder Lichter dabei hat, so auf der Fahrt. Ich kann kaum was sehen.
Ich kann nichts sehen. Was ist mit dem Licht passiert? Bleib einfach ruhig, es wird in Ordnung sein. Jeder ist in Panik, genau. Und da ist es wieder. Was war das? Die Lichter sind ausgegangen, denke ich. Ja, das wäre eine gute Erklärung dafür. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, wir sind jetzt in Sicherheit. Ja. Du glaubst doch nicht, dass es die Monster waren, oder? Monster, jetzt habe ich Angst. Es war wahrscheinlich nichts. Wir können jetzt nicht so weit von Sunhaven entfernt sein, oder? Wir sollten bald ankommen. Jetzt, an Sunhaven ankommt, wir scheinen einen seltsamen dunklen Nebel begegnet zu sein. Also sei vorsichtig, wenn du aus dem Zug stieg. Dieses Alter. Da denkt man ja schon fast, dass es extra so gemacht, aber. Aber wer macht sowas? Ach, da ist ein Drache drauf. Ich gehe direkt zu der Rothagen. Das finde ich gut. Meine Güte, was ist passiert? Oh, und dein Bahnhof ist durcheinander. Wo ist der denn durcheinander? Unser Zug wurde von einer Welle der Dunkelheit getroffen. Wir sahen, wie die Wolke der Finsternis über das Land fegte. Sie kam schließlich hier am Bahnhof zum Stehen. Züge werden so nicht mehr von Sunhaven kommen und gehen können. Aber das kann warten. Ist jemand von Ihnen verletzt? Kannst auch gern du sagen. Es war ziemlich beängstigend, aber niemand wurde verletzt. Was ist diese Dunkelheit? Das ist eine gute Frage. Lucia, was sollen wir gegen den Bahnhof tun? Gegen den Bahnhof hoffentlich nichts, aber gegen die Dunkelheit kannst du was tun. Diese Dunkelheit, was auch immer es ist, scheint irgendwo hinzugehen oder irgendeinen Schaden anzurichten. Behalten wir sie vorerst im Auge, bis ich mehr über sie erfahren kann. Also, ich sehe so süß aus irgendwie. Oh, ich bitte um Entschuldigung. Ihr beide scheint unter ungewöhnlichen Umständen angekommen zu sein. Ich bin Lucia, Erzmagierin und Anführerin von Sunhaven. Schätzchen, ich bin deine neue Auszubildende. Das ist Nathaniel, Hauptmann unserer Stadtwache. Du musst unser neuer Schmiedelehrling sein, Lynn. Und das macht dich zu Gameplayerin, unserem neuen Bauern. Nö. Ich bin kein Bauer, ich bin eine Hexe. Also ich habe zumindest den Hexenkessel ausgesucht. Ich sag mal, das ist richtig, aber nein, bin ich nicht. Als Anführer von Sunhaven treffe ich unsere neuen Bürger gerne persönlich. Willkommen bei Sunhaven. Es ist schön, euch beide kennenzulernen. Nehmt mein Wort, dass ihr in Sunhaven nichts zu befürchten habt. Es ist unsere geschworene Pflicht, die Menschen in Sunhaven zu beschützen, egal was passiert. Keine Sorge, ich werde mich dieser Dunkelheit stellen. Friedrich, mein Schwert! Nathaniel? Och, das ist doch so süß. Warum schleppt er so ein großes Schwert? Jetzt sag nur noch, das ist der kleine Bruder von ihm. Danke, Frederik. Was denn jetzt? Heißt der Friedrich oder Frederik? Er hat eben Friedrich gesagt, oder? Ich glaube nicht, dass ein Schwert funktionieren wird. Wir werden einige Zeit brauchen, um zu recherchieren und eine Lösung zu finden. Sie mögen recht haben. Ein Schwert ist wahrscheinlich nicht das Beste, um mit dunklen Magiewolken zu kämpfen. Ich werde in der Zwischenzeit einige Wachen veröffentlichen, um die veröffentlichen. Ich drück da mal auf Posten. Um die Gegend zu beobachten. In Ordnung, Frederik. Falscher Alarm. Du kannst wieder gehen. Du bist noch keine Wache. Du bist zu klein. Oh, läuft er jetzt? Nee, ich dachte gerade, er läuft mit der Pistole rum. Es ist ein großartiger Junge. Nach Abschluss seiner Ausbildung wird er ein guter Wächter sein. Alles zu seiner Zeit. Apropos zu seiner Zeit. Vielleicht ist es ein guter Zeitpunkt, unsere neuen Bürger in ihre Häuser einzuführen. Ich denke, du hast recht, Captain. Nach dem, was sie durchgemacht haben, denke ich, dass eine Pause in Ordnung ist. Komm mit mir, Gameplayerin. Dein Hof wartet.
Und ich zeige dir dein neues Zuhause, Lin. Es ist gleich neben dem Steinbruch. Ich kann es kaum erwarten, die Arbeit von dir und Solon zu sehen. Oh, und es war auch schön, dich zu treffen, Gameplayerin. Danke, dass du dich im Zug mit mir unterhalten hast, Gameplayerin. Vielleicht können wir ja bald wieder miteinander reden. Auf Wiedersehen für den Moment. Die ist voll hübsch, ne? Es wird meine beste Freundin. Aber hier sieht die nicht so aus, wie wenn die groß ist, irgendwie. Ja gut, hier hat sie zum Beispiel auch schöneres, dunkles Haar. Und hier ist es so knallig rot halt. Ne? Das sind so verschiedene Haarfarben auch so ein bisschen. Aber egal, das sind Kleinigkeiten. Das ist jetzt auch nicht negativ gemeint. Oh, und könnte ich euch bitten, euren Mitbewohnern gegenüber nichts von der Dunkelheit zu erwähnen? Ja, die eine ist schon weg, die kannst du das nicht mehr sagen. Ich will nur nicht, dass sich alle Sorgen machen, das ist alles. Wir haben alles unter Kontrolle. Sollen wir uns deine neue Farm gemeinsam ansehen? Führe den Weg, Erzmage. Führ mal den Weg. Aber die sieht auch cool aus. Nochmals willkommen in Sunhaven, Gameplayerin. So, ich darf gehen. Sehr schön. Aber da ist auch Post. Trotz der abenteuerlichen. Nee, trotz der. Jetzt kriege ich auch einen Schluck auf. Trotz der abenteuerlich deine Ankunft hier war, was auch immer, bin ich mir sicher, dass wir bald alles geklärt haben werden. Nun, hier sind wir, Gameplayerin. Das Wichtigste zuerst. Du musst dich entscheiden, wo dein Haus stehen soll. Such dir einen Platz aus, nur damit du es weißt, der Weg, auf dem wir stehen, führt direkt nach Sunhaven. Ihr könnt euer Haus in der Nähe der Brücke errichten, wenn ihr in der Nähe der Stadt sein wollt. Ich weiß nicht, wo die andere ihr Haus errichten will, keine Ahnung. Ich kann von hier aus ein paar ziemlich schöne Stellen sehen. Aber das müsst ihr selbst entscheiden. Viel Glück und auf Wiedersehen für den Moment. Lassen Sie mich sehen. Lassen Sie mich was sehen? Lassen Sie mich meinen Briefkasten sehen. Achso, die ist weg. Ich wollte gerade sagen. Nein. Achso, ich muss erst das Haus hinstellen oder was? Oh. Oh. Ich kann doch gar nicht alles hier sehen. Hilfe. Oh, hi, wer bist du denn? Kann ich mein Haus auch da hinten stellen? Anscheinend nicht. Ja, aber wo soll ich das? Soll ich das lieber oben hinstellen oder lieber unten? Unten ist man natürlich schneller am Wasser. Da hat man Holz. Oh, hier sieht das schön aus. Das ist hier extra dafür gemacht, oder? Hier sollte das Haus eigentlich stehen. Nee, hier sollte es nicht stehen, weil hier darf es gar nicht hinstellen. Wieso darf ich das nicht hinstellen? Ich will das aber hier hinstellen. Das ist mein perfekter Platz. Wieso darf ich nicht? Arschlöcher. Hier unten will ich das nicht hinstellen. Kann man das dann später noch umstellen? Hier kann ich gar nicht rum. Moment. Die Grafik ist sehr schön irgendwie. Also für ein Pixel-Art-Game, muss ich sagen, finde ich es doch sehr schön. Also irgendwie hat man hier keine vernünftige Stelle, wo man ein Haus hinstellen kann. Das ist sehr schade. Wie ist das mit den Bäumen? Gehen die dann weg, wenn ich das nach links stelle? Dann stelle ich es mal hier hin. Bist du sicher, dass du dein Haus hier aufstellen willst? Nein! Aber da, wo ich es gerne hätte, wo es perfekt aussehen würde, darf ich es ja nicht hinstellen. Du brauchst ein Hausabbruchset vom Rathaus, wenn du es später versetzen willst. Wenn du es nach dem Aufsetzen verschiebst, verliert dein Haus alle Inhalte und Upgrades. Oh, ihr könnt mich mal. Scheiße. Okay, bestätigen. Nein, ich wollte den Briefkasten noch angucken. Ich hasse das, wenn man die Spiele nicht damit beginnen kann, wie man sie gerne hätte. Wer bist du denn jetzt schon wieder? Ich habe von Anna gesprochen, nicht von Anne. Klopf, klopf. Schau dich schon an. Was? Schau dich schon an und sieh schon. Gesundheit. Sie sind wirklich für diesen landwirtschaftlichen Auftritt verpflichtet, oder? Nö, ich bin eine Hexe. Das ist großartig. Ja, danke. Hallo. Wer bist du und warum bist du in meinem Haus? Genau. Ah, wo sind meine Manieren geblieben? Mein Name ist Anne und ich bin zufällig Sunhavens angesehenste Händlerin. Ja, so hätte ich sie jetzt nicht betitelt, so wie sie aussieht. Aber gut, ich wollte unseren neuen Farmer offiziell in der Stadt willkommen heißen. Wo wir gerade dabei sind, mir fällt auf, dass ihr keine landwirtschaftlichen Geräte oder Samen zu haben scheint. Warum überlasst ihr das nicht mir, euch zu versorgen? Kannst du gerne machen? Ich bin wegen der Magie hier. Im Ernst, was machst du in meinem Haus? Um mich kümmern?
Ich möchte dir ein Angebot machen. Ich nenne es Annes Ready to Go Farm Kit. Alle Werkzeuge, die du brauchst, plus 15 Weizensamen und das für nur 250 Münzen. Ich habe gar kein Geld, oder? Was sagt ihr dazu? 150, finales Angebot. Gut, abgemacht. Ich kann gut verhandeln. Harter Hund, was? Das mag ich an einem Geschäftspartner. Es gibt keine stärkere Beziehung als die, die im Geschäftsleben entsteht, wissen Sie? Warum gehen wir nicht nach draußen und Sie zeigen mir, wie Sie Ihre Arbeit machen? Was geht dich das an, wie ich meine Arbeit mache? Außerdem brauche ich dafür noch einen Kessel. Diese Werkzeuge sind alle verrostet. Ich muss bessere basteln, wenn ich kann. Lassen Sie uns diese Samen in den Boden springen. Bringen. Jetzt lese ich schon falsch, weil ich davon ausgehe, dass da was Falsches steht. Nein, die Werkzeuge sind alle verrostet. Ich brauche bessere. Ja, keine Ahnung. Nee, wir sind mal nett. Wir sind nett. Ja, Hauptsache, wir haben was. Alles rostig, aber Hauptsache, wir haben was. Trautesheim mit E. Das ist doch schön. Wo ist denn die? Wo ist die Olle jetzt hin? Hä? Ich will ja raus. Ich will erstmal meinen Briefkasten angucken. Das wollte ich jetzt schon seit ein paar Minuten. Was ist das denn hier überhaupt? Wo kommt die denn jetzt schon wieder her? Oder ist das die eine? Artikel verkaufen, spring rein. Was passiert denn, wenn ich reinspringe? Achso, an der kann ich vorbeigehen. Moment, Briefkasten. Grüße, Gameplayerin. Von welchem Spiel kenne ich das? Die Great Society of Museums and Historical Records ist Ihnen auf ewig dankbar für Ihre Beiträge über den Steam Store. Hä? Als Zeichen unseres Dankes hat die Gesellschaft dieser Botschaft eine Reihe exotischer und unglaublicher Dinge beigefügt, um Ihre Neugier zu wecken. Okay. Denken Sie daran, dass Sie ausreichend Platz im Inventar schaffen sollten, um alle Ihre Artikel unterzubringen. Sie können jederzeit das große Gewölbe besuchen, um alle Artikel, die Sie aus dem DLC-Paket gekauft haben, erneut zu erhalten, indem Sie einfach über ein Verkaufsportal springen. Das sind Verkaufsportale. Also da kann man drüber springen. Ich dachte, ich soll reinspringen. Wir sind nicht schwer zu finden. Ich hoffe, ich muss nicht wie beim Flohpulver früh genug raus. Die Tresore der Gesellschaft sind tief. Vielleicht können wir in Zukunft mit einem weiteren Beitrag von Ihnen rechnen. Natürlich mit angemessener Belohnung unsererseits. Der große Kurator. Oh, das war ja richtig schade. Ich weiß nicht, wer von euch Supermassive Games verfolgt. Derjenige, der die Vorlage für den Kurator bei jeder einzelnen, ja, bei jedem einzelnen Spiel im Endeffekt gemacht hat, der ist leider verstorben. Deswegen ist das Kurator jetzt ein bisschen traurig. Erhaltene Gegenstände, verträumte Haustiertruhe. Eine Truhe mit allen Beutelstücken aus dem enthält fünf Gegenstände. Ja, aber die Truhe hat nur einen. Achso, Rechtsklick zum Öffnen. Weiß ich nicht, woher soll ich wissen, wie viel ich habe? Aber ich kann ihn mitnehmen. Hä? Ich habe sie mitgenommen. Ich konnte es nicht lesen, was da drunter stand, aber ich habe sie mitgenommen. Okay, gut, immerhin. Was ist das denn? Stand die eben auch schon da? Werkbank? Nach Spielinventar. Material vorhanden, benutze Truhen in der Nähe. Ich würde gerne Truhe bauen. Ich meine, Kochtopf brauche ich auf jeden Fall. Ach, hier. Da brauche ich 20 Bretter für. Okay. Dann das Wichtigste. Wie benutze ich das jetzt? Moment, zwei. So, ich will natürlich jetzt nicht die Bäume in meiner Nähe direkt fällen. Wobei, die können wir wahrscheinlich auch machen hier, oder? Wie viel Inventar habe ich denn überhaupt? Alter. Ist das der Schaden, den ich mache, oder sind das die Bretter, die ich bekomme? Hallo? Es liegt daran, dass sie total verrostet ist, oder? Zeigen Sie Ihre Fähigkeiten. 10 Baumstämme. Ja. Das ist geil. Also man sieht, wie das hier unten überhaupt gar nicht runtergeht irgendwie. Fangen wir mal mit was Kleinem an. Okay, da mache ich Schaden. Da bekomme ich aber quasi nichts für. Gut. Ja, warum auch nicht? Dann nehmen wir aber auf jeden Fall Bäume, die jetzt nicht direkt bei uns stehen. Was ist denn mit dem hier?
Der geht runter. Jetzt habe ich zwei erhalten. Na, immerhin. Ich weiß nicht, was das war, aber ich mach's mal. Im Moment sehe ich keine Anzeige, dass ich irgendwie Hunger kriege oder so. Das wäre perfekt, wenn sowas nicht dabei wäre, weil ich hasse es immer, gerade bei solchen Spielen hier in dieser Art, wenn man dann Hunger kriegt oder so. So, Mana-Kugeln haben wir gesammelt, warum auch immer. Achso, wir brauchen gar keinen Moment, den Baum machen wir noch eben zu Ende. Wollte doch nur den Baum zu Ende machen, mehr nicht. Weizensamen pflanzen. Ich denke mal, das werde ich mit drei machen müssen. Das möchte ich natürlich irgendwo in der Nähe vom Haus machen. Wenn das geht, würde ich auch gerne einen schönen Brunnen oder sowas hinmachen. Oh. Ich wusste nicht, dass das direkt losgeht, aber gut. Wieso hat er das jetzt nicht angenommen? Ah, jetzt. Okay, die kann man anscheinend mit der Sense hier wegkriegen. Muss ja erstmal hier weg sein, ne? Saatgut. Das ist das auf der 1, oder? Oder ist das mein Geld? Weizensaatgut, ja. Pflanzen, zack. Hallo? Ach, ich kann immer nur eins neben mir was machen. Jetzt ist das auch noch realistisch gemacht hier. Ist das euer Ernst? okay, die müssen wir auf jeden Fall hier erstmal wegmachen, damit wir ein bisschen Platz haben. Es ist nicht schwer, aber es ist Arbeit, ne? Das sind jetzt wieder die guten... Ich denke mal, dass wenn wir bessere Waffen, wollte ich gerade sagen, wenn wir bessere Sachen dafür haben, dass wir die dann auch schneller runterkriegen. Ist jetzt nur eine Vermutung, aber ist auch wiederum jahrelange Erfahrung mit solchen Spielen. Ich kann ich nicht, ich muss ich wirklich mit der Dings machen, ne? Das auch noch. Ich will das eigentlich nicht zu nah am Haus machen. Aber mir bleibt ja nicht so richtig die Wahl. So, jetzt haben wir 5. Kann ich das da drunter machen? Sechs, sieben, acht. Dann machen wir da noch 9 und 10. So. Frühlingsmarke, Eintrittskarten. Was ist denn bitte schön alles hier bei mir in der Erde drin? Holla, die Waldfee. Das wären dann 7 pro... Ach, so viele habe ich gar nicht, ne? Nicht draufstehen. Hallo. Ich denke, ich habe noch 2. Hä? Wieso wählt er da immer den Stein aus? Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall haben wir ja das, was wir haben wollten. Achso, Gießkanne haben wir schon. Oh, sehr schön. Das müssen wir jetzt auch noch alles mit der Hand machen. Oje, oje. Ich glaube, das Tutorial wird jetzt erstmal ein bisschen langwieriger heute. Ich weiß auch nicht, wann das Tutorial zu Ende ist, ehrlich gesagt. Ich denke mal, das wird so mein kleiner... Gießkanne ist leer. Können wir trotzdem noch? Nein, schade. Linke Maustaste auf eine beliebige Wasserquelle. Okay, das ist einfach. Sehr schön. Ich habe es auch irgendwo mal gehabt. Da war das ein bisschen blöd gemacht mit der Gießkanne. So, wenden Sie sich an Anne auf der Brücke. Ich habe auch noch gar nichts... Also ich habe es angepflanzt, aber ich habe noch nichts gemacht in dem Sinne. Also nur nicht ernten können. Aber hier muss ich auch mal durchsäbeln. Hallo Anne. Belohnung abgeschlossen. Sehr schön. Wie nehme ich die an? Hallo? Achso, wählen Sie eine. Erfahrung im Bereich der landwirtschaftlichen Tätigkeit, im Bereich vom Bergbau, Kampf oder Fischerei. Da würde ich sagen landwirtschaftlich. Ja, ja, ja. Gute Arbeit, Gameplayerin. Nicht schlecht. Für so eine einfache Aufgabe.
Wenn du deine Farm wirklich ausbauen möchtest, solltest du diese Stämme zu einer Handwerkerbank bringen. Hey, ich kann von hier aus sogar eine sehen. Ich auch. Habe ich schon wieder Post bekommen? Aus einer Handwerksbank kannst du Holzstämme in Bretter und andere nützliche Dinge verwandeln. Allerdings muss ich mich um andere Dinge kümmern. Ihr solltet im General Store der Stadt vorbeischauen. Dort kannst du mehr Samen kaufen. Denn seien wir mal ehrlich, mit mickrigen 15 Weizen kommt man nicht sehr weit. Ja, wobei die eigentlich streng genommen ja auch hin und wieder ein paar Weizensamen dann abstoßen müssten. Wo ist der Gemischtwarenladen? Es ist direkt rechts von Ihrer Farm. Sie können es wirklich nicht verpassen. Wenn Sie sich verirren, überprüfen Sie Ihre Karte, indem Sie auf M, Kumpel. Wie auch immer, es war schön, dich zu treffen. Wie heißt du? Ich bin immer noch Gameplayer. Achso, das weißt du ja noch gar nicht. Ich bin Gameplayerin. Danke, dass du endlich gefragt hast. Genau, ich bin Gameplayerin. Ach ja, niedlicher Name. Hör zu, Gameplayerin. Wenn du etwas echtes Geld verdienen willst, solltest du versuchen, mehr wie 40 Weizen anzubauen. Mehr als. Wenn du ihn geerntet hast, versuche ihn in dem Verkaufsportal neben uns. Verkaufe ihn. Du kennst doch die Verkaufsportale, oder? Das sind magische Portale, die direkt zu größerem Marktplatz der Welt führen, der großen Stadt. Alles, was du tun musst, ist, alles, was du verkaufen willst, in das Portal zu werfen. Und jemand auf der anderen Seite kümmert sich um den Rest. Verkaufsportale sind erstaunliche Dinge, die unser Leben einfacher machen. Aber sie sind kein Spielzeug. Ich habe die seltsame Geschichte gehört, dass ein unvorsichtiger Händler in sie hineingefallen ist. Also versucht, vorsichtiger zu sein, vorsichtig zu sein. Ja, aber ich kann doch da reinspringen, oder nicht? Was passiert denn, wenn ich da reinspringe? Kann ich vorher mein Spiel speichern? Kräftige Ernte, Queststart. Du wirst zur Abwechslung mal einen netten Gewinn machen. Wieso zur Abwechslung? Ich bin gerade erst hier. Aber es liegt an dir, Gameplayerin. Lebe dein Leben hier in Sunhaven, wie du willst. Sieh nur zu, dass es sich lohnt. Und weg war sie wieder, ohne weitere Tipps. Ohne Hilfe. Ohne nicht verrostetes Werkzeug zu geben. Sie haben nicht ausgegebene Fähigkeitspunkte. Drücken Sie K, um den Fähigkeitenbaum zu öffnen. Okay, ich muss mir das mal eben aufschreiben, weil ich befürchte, dass es ganz viel sein wird. Also, K sind die Fähigkeiten. So, ich weiß nämlich nicht, wie viel das wird. Und wenn da noch Zauber und alles dazu kommt, dann, naja. Gut. Luftsprung. Schalte den Luftsprungzauber frei. Springe erneut in die Luft, um schnell vorwärts zu rasen. Ah, cool. Eine Notwendigkeit, um die Welt effizient zu durchqueren. Aha. Scharfe Axt erhöht den an Bäumen verursachten Schaden. Würde ich auch gut finden. Die Frage ist jetzt nur, kriegen wir besseres Werkzeug, womit wir dann die Sachen wegmachen können? Oder müssen wir nach und nach unser Werkzeug verbessern? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare, wenn ihr das Spiel selber spielt oder das wisst, weil ihr schon mal was davon geguckt habt. Ob man später besseres Werkzeug bekommt oder ob man das im Endeffekt durch diese Zaubersprüche hier verbessern muss. Doppelt einnehmen gewährt beim Sammeln eines Futters eine prozentige Chance, einen zusätzlichen Gegenstand zu erhalten. Aber nur beim Futter. Guter Nachbar, für jede abgeschlossene Pinnwandaufgabe gibt es einen zusätzlichen Community-Token. Was zur Hölle ist ein Community-Token? Nee, das waren die Frühlingsmarken, okay. Ja, ich könnte aber theoretisch auch Landwirtschaft machen. Wobei, ich habe jetzt hier, wieso habe ich jetzt hier den Fertigkeitspunkt bekommen? Ich habe doch vorhin gesagt, ich möchte einen in der Landwirtschaft haben. Jetzt bin ich verwirrt. Gut, den muss ich hier ausgeben. Okay, dann nehme ich scharfe Axt, würde ich sagen. Eine Luftsprung wird bestimmt auch noch wichtig sein. Aber erstmal scharfe Axt. So. Unu. Rostige Axt ist es immer noch. Ja, hat sich nichts getan. Na gut. Das ist immer noch der gleiche Brief, oder was? Die habe ich doch eben erhalten. Ach so, Geisterblütentruhe enthält 34 Gegenstände. Alter. Ich meine, ja, ich habe drei DLCs geholt, aber 34 Gegenstände. Und das ist die Gespensterhaustiertruhe. Ja, die habe ich mir auch geholt.
Das waren jetzt aber alle. Okay, gut. Ich will nicht wissen, wie lange man hier steht, wenn man die ganzen DLCs alle gekauft hat. Man kann ja hunderte von Euros ausgeben insgesamt. Verwenden Sie Ihre Karte, um den Gemischtwarenladen zu finden. Genau, das sollten wir auch mal machen. Ist der markiert? Kann ich da. Ach so, Kaserne. Kaserne? Stadtwache genau in der Mitte. Plattenladen, Rathaus. Das ist der Markt. Was sollte ich nochmal suchen? Gemischtwarenladen, genau. Aber der heißt dann doch auch Gemischtwarenladen, oder? Hallo? Kaffee? Wo bin ich denn überhaupt? Ich bin da unten. Die hat gesagt, rechts von mir ist das. Gemischtwarenladen. Sehr schön. Kann ich aber nicht in irgendeiner Weise markieren oder so. Drücken Sie Linksklick, um. Nee, das hat jetzt mit dem Unkraut zu tun. Fertigkeiten, Aufgabenbuch. Nee, kann ich nicht markieren. Also quasi, wenn ich darüber gehe. Ja, und da muss ich mich halt nach oben halten. Das ist ja jetzt nicht schwer zu merken, würde ich jetzt mal behaupten. Weizen geerntet können wir ja noch nicht. Aber was ich gerne machen würde, wäre tatsächlich eine Truhe. Okay. Was muss ich denn hier machen? Also wie muss ich es machen, besser gesagt? Der darauf wartet zu brettern. Ach so. Aber eins ergibt zwei Holzbretter, oder nicht? Ach so, das ist schon. Ach, das ist ja auch schon das Endergebnis hier, ne? Ich kann es aber nicht nehmen. Oder habe ich die jetzt drin? Ich bin mal wieder verwirrt, wie immer. Nee, jetzt bin ich am Arbeiten. Ja. Ich brauche auf jeden Fall eine Truhe, weil sonst ist mein Leben am Eimer. Das sage ich jetzt schon mal. Weil ich muss ja irgendwo die ganzen Sachen erstmal hin tun. Wie lange. Ach so. Steht daneben. Man sollte auch nicht kurz woanders hingucken und dann fragen, wie lange braucht das Ding denn noch? Vier habe ich, aber ich kann die zwischendurch abholen, so wie das aussieht, ne? Ja. Ich muss auch nicht dabei sein. Guck mal, das ist eine magische Werkbank. Das ist ja cool. Also ich kann euch jetzt schon mal sagen, ich bin bisher, ehrlich gesagt, ziemlich begeistert von dem Spiel. Bisher. Ich weiß halt noch nicht, die Schwächen, die kommen ja meistens nicht am Anfang, wenn man ein Spiel spielt, ne? Muss man jetzt auch dazu sagen. Und die Schwächen könnten dann in dem Fall tatsächlich sein. Wie viel brauche ich jetzt? 10 Stück, glaube ich. Die Schwächen könnten in dem Fall nämlich tatsächlich noch sein, dass wir irgendwo vielleicht kämpfen müssen. Ich habe mir sagen lassen, beziehungsweise über Twitter hat mir jemand geschrieben, dass es da wohl einen Trick gibt und dass man sich sogar einen Modus einschalten kann, dass man unbesiegbar ist. Ich hoffe, dass das stimmt, weil das wäre ziemlich cool. Also so, ich sag mal, Unbesiegbarkeit muss ja nicht bei allem sein, aber so Unbesiegbarkeitsmodus, wenn man halt keine Lust hat, hier irgendwie zu kämpfen, weil man halt so ein Cozy-Spiel, sage ich mal, erwartet, wäre natürlich mehr als nice. Werde ich auf jeden Fall mal testen oder mal gucken, wie man da überhaupt drankommt. Ich muss mich auch noch über einiges informieren, aber wie gesagt, ich wollte jetzt mit euch hier dieses Tutorial erstmal durchnehmen. Und ja, ich bin mir jetzt auch noch nicht so ganz sicher, wann das überhaupt zu Ende ist. Ich weiß nicht, ob dann irgendwann da steht, Tutorial ist zu Ende oder ob wir das schon beendet haben vielleicht. Ich weiß es nicht. Aufgabenbuch ist mit L. Ach so, da steht auch K. Hätte ich mir gar nicht aufschreiben müssen. Wunderbar. Sowas finde ich immer super, wenn das in Spielen dann oben angezeigt wird. Ernten Sie 40, das ist klar. Ein Geschäft in Ihrer Nähe, das ist auch klar. Steht leider nicht drin. Eins von eins. Keine Ahnung, warum hier eins von eins steht. Verwenden Sie Ihre Karte, um den Gemischtwarenladen zu finden. Ach so, weil wir das schon gemacht haben. Mit dem Finden zumindest. Okay, einmal Artikel abholen. So, und jetzt kann ich aber. Ach, nee, ich brauche 20 nicht. Oh. Wie viel habe ich jetzt? 12.
Ach Mist. Ich habe jetzt auch wieder nicht drauf geachtet, ob wir jetzt zwei für zwei Bretter brauchen oder ob wir jetzt. Ich denke mal, wenn wir den Stumpf stehen lassen, dann wachsen die nach, oder? Zumindest ist das in vielen von dieser, also vielen Spielen dieser Art so. Deswegen lasse ich den mal stehen. Mach den ja auch mal weg. Und dann weiß ich ja hier vorne, die habe ich auf jeden Fall alle weggemacht oben. Und wenn dann irgendwann wieder neue wachsen, neue Bäume, dann weiß ich, dass sie so auf jeden Fall nachwachsen. So. Liebchen, wir brauchen noch 8 Stück. So, 8 Stück, genau. Wir uns auch. Ah! Mit I haben wir den Rucksack. Okay, das ist alles sehr intuitiv. Das finde ich klasse. Hier können wir uns dann auch Klamotten anziehen, wenn wir unterwegs welches finden. Deren Herz auf Reichtum ausgerichtet ist und das ihnen großes finanzielles Glück beschert. Ach, dann haben die mich tatsächlich gefragt. Ich meine, ich habe schon so eine Vermutung gehabt, aber dann kriegt man wohl tatsächlich das, was man gesagt hat. 80 Gold pro Tag. Also erhöht um 80 Gold oder kriege ich 80 Gold einfach so? Das wäre ja mal richtig cool. Dann nehme ich mal auf jeden Fall diesen Anhänger. Also ich habe ihn ja schon. Aber sollten wir das wirklich nochmal zu zweit spielen mit dem Epi zusammen, was ich natürlich nicht versprechen kann. Aber vielleicht, wenn ihr was in die Kommentare schreibt, dass ihr da ein Koop-Spiel von sehen wollt, vielleicht wird er dann sagen, naja, komm, da haben so viele Leute nach mir verlangt, das muss ich unbedingt mit dir zusammen machen. Ah, wir brauchen noch zwei Zweierpacks. Mein Leben ist voll und ich glaube, das ist die Mana unten rechts, ne? So, wie viel haben wir? Das ist nur eins, ne? Also ein doppeltes halt. So. Und dann, Fräulein, will ich eine Truhe haben. Und zwar schnell. So, sehr schön. Dann können wir die Truhe nämlich gleich aufstellen im Haus. Und dann wahrscheinlich feststellen, dass da schon eine stand. Also zumindest habe ich das schon mal gehabt. Da habe ich mir extra was gemacht, habe gedacht, boah, endlich habe ich eine Truhe. Und dann bin ich zurückgegangen und habe gesehen, dass da eine stand. Ja, passiert auch den Besten schon mal. Ich weiß nicht, kann ich das so rauspflücken? Ach nee, ich habe die Axt sowieso in der Hand gerade. So, okay. Ich glaube, ich gehe mal lieber aufs Erste, damit ich nicht aus Versehen irgendwelche Möbel kaputt mache oder sowas. Okay. Ah, ich wusste es. Ich wusste es. Ich möchte meinen Kopf gerne irgendwo gegenhauen. Ich mache jetzt die Truhe in die Truhe. Kann man das hier verschieben? Weil das stört ein bisschen. Herzen am oberen Rand, Beziehungen. Ja, tut mir leid, ich muss das wegmachen. Was ist mit Lila? Ach so, die kann man. Ah, das ist cool. Dann mache ich die lila, weil Rechtsklick zum Öffnen. Weil ich da jetzt erstmal die Sachen reintue. Da kümmern wir uns gleich drum. So, und dann. Wie kann ich denn die Truhe überhaupt? Da muss ich wahrscheinlich auswählen, oder? 9. Ah ja. Oder ich mache die nach draußen, aber. Ich bin mir nicht sicher, ob man hier überfallen wird. Ich meine, ich hoffe mal nicht. Ich tue mal ein bisschen weiter weg, dann habe ich hier ein bisschen mehr Platz. So, dann mache ich die Truhe. Dekoration nicht zufrieden. Benutze deine Spitzhacke, um die Dekoration, die du platziert hast, wieder abzuheben. Okay. Mache ich die nämlich auf grün. Und auf grün kommen dann solche Sachen hin. Ich habe keine Ahnung, was das überhaupt ist. Steine, also quasi alles, opala, alles, was man so braucht, um irgendwas zu bauen oder so. So. Wie viel Geld habe ich überhaupt? Sehe ich das irgendwo? 500 habe ich noch. Okay. Die sieht so niedlich aus. Es tut mir leid. Ach nee, der Gemischtwarenladen hat jetzt bestimmt zu, oder? Es ist 7:30 abends. Mal schauen, ob da noch jemand ist. Ich weiß es nicht. Ich hätte gerne
den hier fürs Handwerk, das Dings hätte ich gerne oben stehen. Drücke M, um auf ihre Karte zuzugreifen. Ja, haben wir gemacht. So, Hallöchen. Ups. Das muss da sein, der Gemischtwarenladen von Sunhaven. Ich gehe besser rein und sehe nach, was sie haben. Ja, Frage ist nur, hat er noch geöffnet? Weil wir haben jetzt. Oh, wir sind schon drin, quasi. Rein teleportiert. Sehr schön. Hallöchen. Emmet, du musst der neue Nachbar sein, von dem alle reden. Willkommen im Gemischtwarenladen. Oh, warte eine Sekunde. Hat die noch ein Geschenk für mich oder was? Oder direkt erstmal Miete kassieren oder so. Da haben wir es. Wie auch immer. Ich bin Emmet. Ich arbeite hier und drüben im Farmerladen. Und unten im Anglerladen. Und im Rathaus. Okay, ich arbeite viel. Ich habe gehört, dass die Leute sagen, du sollst ein Farmer sein. Nun, wir verkaufen jede Menge Basissaatgut neben einer Menge anderer Dinge. Unser Möbellager wechselt auch jeden Tag. Also schaut immer mal wieder vorbei und schaut, was es Neues gibt. Warten Sie. Also, wie arbeiten Sie an so viele Stellen gleichzeitig? Ja, genau. Würde mich interessieren. Hat er sich geklont oder so? Ich halte meine Nase für meine Arbeit. Keine Ablenkung. Aber. Und ich bewege mich sehr schnell. Arbeitest du jemals nicht? Ah, das ist das Tolle an diesem Ort. Es gibt nie nicht irgendeine Arbeit zu tun. Siehst du, sie haben dieses Bulletin Board direkt vor dem Laden aufgehangen. Alle gehen immer dorthin, um Jobangebote auszuhändigen. Die ganzen Gelegenheitsjobs bringen mir eine hübsche Goldsumme oder zwei, das ist sicher. Aber wenn man seine Zeit nicht mit Schlafen vergeudet, hat man jede Menge Zeit zu arbeiten. Ich muss das Bulletinbrett selbst überprüfen. Was? Eifrig mithelfen, was? Das ist lustig, denn eigentlich wollte ich gerade eine Lieferung fertigstellen, die im Forum gepostet wurde. Allerdings glaube ich nicht, dass sie rechtzeitig fertigstellen kann, weil ich auf der Arbeit festsitze und so. Warum beendest du nicht die Lieferung für mich? Gut. Klar, würde ich gerne. Hey ho, klasse. Vielen Dank, Nachbar. Hier ist eine Bestellung für Solon, unseren Schmied. Ich sollte ihm eigentlich ausliefern, aber ich glaube, er wurde von der Arbeit aufgehalten. Hä? Bringt die Bestellung einfach zu ihm, damit er das schmieden kann, was unsere Kaserne braucht. Und denkt daran, dass die Leute nicht ewig warten können. Du hast normalerweise nur einen Tag Zeit, um den Auftrag zu erledigen, sobald du ihn am schwarzen Brett angenommen hast. Das finde ich wiederum doof. Oh, und du kannst dich gerne im Laden umsehen. Ich bin den ganzen Tag hier. Ich bin auch den ganzen Tag an verschiedenen anderen Orten. Nehmen Sie sich einfach Zeit, wirklich. In Ordnung. Das Problem ist nur, also ich hoffe, wir können die zumindest vorher lesen, weil das Problem bei der Sache ist jetzt, dass wenn man jetzt was angenommen hat, wegen Weizen ausliefern zum Beispiel, und man hat gar keinen Weizen, muss man den innerhalb von einem Tag abgeben. Aber der Weizen braucht ja irgendwie, keine Ahnung, 5 Tage oder so, ich weiß es nicht. 4 Tage. Deswegen wäre das da natürlich ein bisschen doof. So, Weizensaatgut. Zu einem Grundpreis von 55 kann der verkauft werden. 4 Tage. 75 4 Tage. Kostet nur minimal mehr. Na gut, kostet 20 mehr. Man kriegt 20. Ja, eigentlich, ich denke mal, mit Weizen ist man wahrscheinlich generell am besten dran. 55, 55, 155. 100, 115, Entschuldigung, 115. Dauert aber auch wieder 2 Tage mehr. Ich weiß nicht, ich glaube. Ich würde gerne eine neue Werkbank kaufen, das auf jeden Fall. Aber ich habe jetzt noch nicht so viel Geld, also ich will das jetzt noch nicht daran ausgeben. Das heißt, ach du Schande. Hä? Ach so, ich wollte gerade sagen. Nee, hä? Wieso steht hier 200? Und hier 300? Ich bin leicht verwirrt jetzt gerade. Ich kaufe mal 5. 200, ach so! Nee, das ist auch nicht die Einzelmenge mit den 5. Ich verstehe es. Ah, nee, das ist mal 5. Soll das heißen?
Ah, und damals waren. Ah, okay. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das kann doch nicht sein. Die kosten doch keine 5. Und warum steht da jetzt 5? Und ah, okay. Okay. Die Angebote wechseln jeden Tag hier. Gut. Da gucken wir jetzt aber nicht, ich habe eh kein Geld. Was ist denn das für ein Auftrag überhaupt? Solon muss in der Lage sein, schnell zu arbeiten, größere Aufträge. Ja, aber. Das soll ich ihm jetzt bringen, oder wie? Spezialität von Omas auf der ganzen Welt. Brücken bauen. Ja, kriegt man das jetzt als Äpfel üben? Ja, Äpfel kann ich ja nicht pflücken, oder? Keine Ahnung. Ich verstehe es gerade noch nicht so ganz mit den Angeboten. Wir müssen hier auf jeden Fall runter. Ich habe keine Ahnung, wo ich das jetzt hinbringen soll. Liefere das an Solon im Steinbruch aus. Ach so, ich kann ja hier auch. Oh, das sieht, fällt mir jetzt gerade erst aus. War ja wieder klar. Solon, das war hier. Also quasi da, wo ich jetzt bin. Ein bisschen weiter rechts. Kann ich den nehmen? Moment. Kann ich dich nehmen? Auch nicht. Kann man das hier verschieben? Auch nicht. Dann muss ich jetzt erstmal die 8 nehmen. Vielleicht kann ich. Ah! Ah! So kann ich die. Aha! Sehr schön. Hallöchen, guten Tag. Sprinten kann man nicht. Ich glaube, hier ist der, oder? Kann ich gerade gar nicht sehen. Wo bin ich? Ich bin hier. Nee, das ist ja noch ein Stück weiter. Da brauche ich einen Schlüssel für. Zum Öffnen ist ein Eisenschlüssel erforderlich. Es gibt Kisten in der Welt, wie cool. Braucht da hinten, die braucht auch eine, oder? Ich wette, du bist der kokette neue Farmer, von dem Lynn erzählt hat. Wie kokett. Ich bin Gameplayerin. Schön, dich kennenzulernen. Solon, Sunhavens Schmied. Lynn ist mein Lehrling. Also sehen Sie sich Ihren Schritt hier am besten. Also sehen Sie Ihren Schritt hier am besten. Hören Sie? What? Kann mir das bitte mal einer übersetzen, was der Sinn jetzt sein sollte? Ich habe keine Ahnung. Ah, es ist wieder dieser lästige kleine Drache. Und er wird mein Freund. Blimey, Achtung! Komm her, kleiner Freund. Komm her, kleiner Freund. Jetzt ist er wieder wach. Weg. Die verdammte kleine Echse verursacht einen Rocksprittel. Dort drüben in Ordnung? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was du jetzt genau von mir willst. Mir geht es aber gut. Dir vielleicht nicht ganz so. Ich denke, einer meiner Zehen ist glühend. Oh, warte, ist in Ordnung. Mir geht es gut, danke. Okay, dann lass uns diese Felsen räumen. Hilf mir, oder? Ja, hilf mir, wäre vielleicht eine gute Serie. Da würdest du gut reinpassen. Helfen Sie Solon, die gefallenen Felsen zu brechen. Moment, dann brauche ich die 5. Machen wir doch glatt. Muss man hier eigentlich nicht schlafen? Ich meine, wir haben jetzt schon 9:30 abends und die Leute sind hier alle noch fleißig wach. Haben die alle irgendwie Ferien oder so? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wenn man näher dran steht, macht man mehr Schaden, oder? Wenn man von hier macht? Nee, okay. Es scheint jetzt doch nur im Felsen gelegen zu haben. In Ordnung, das war's. Danke für die Hilfe. Vielleicht war ich etwas voreilig, über dich zu urteilen. Bauer! Was machte dieser Babydrache überhaupt? Er hat sich in den warmen Felsen des Steinbruchs eingenistet. Ich denke, er mag die Wärme. Ich würde sie ja bleiben lassen, aber der kleine Kerl scheint seine eigene Stärke nicht zu kennen. Ein einziger Flügelschlag kann Trümmer aufwirbeln. Was sollen wir machen? Ich für meinen Teil werde diese beiden Kupferhelme aus den Kasernenorden nicht selbst hämmern. Was dich betrifft, so ist das Gespräch mit Erzmagierin Lucia dein Arbeitsauftrag.
Wir alle haben hier unsere Rolle zu spielen und meine ist es nicht, diese alten Knochen zurück in die Stadt zu schleppen, solange die Schmiede noch heiß ist. Rathaus habe es. Ich habe das Rathaus? Was? Alter! Ja, Münzen wäre natürlich auch gut. Erfahrung im Bereich Bergbau wäre aber natürlich auch gut. Erfahrung im Bereich der landwirtschaftlichen Tätigkeit. Also es sind die gleichen, die letztes Mal auch dabei waren, ne? 50 Gold? Oh, Schlafenszeit. Wenn du bis 12 Uhr nicht im Bett bist, schläfst du auf der Stelle ein und es wird eine Krankenhausgebühr fällig. Ach du Scheiße. Pass gut auf dich auf, dass du die Schlafzeit nicht verpasst. Was ist das für ein Quatsch? Ja, wir nehmen erstmal. Können wir gar nicht nehmen. Aufgabe abgeschlossen. Darf ich nur hier einen nehmen? Wieso darf ich das da oben? Oder kriegen wir das da oben auf jeden Fall? Ach so, wir müssen aus dem Bonus aussuchen, oder wie? Jetzt muss ich aber sprechen mit Lucia. Ja, gut. Also das war jetzt meine Aufgabe, ihm zu helfen, dass die Steine runterfallen, von denen ja niemand wusste, dass die runterfallen. Okay. Ein geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, ne? Kann ich ja was zu essen mitnehmen vielleicht? Prüfen. Das sieht aus wie frisches Brot von Leims Bäckerei. Jetzt bin ich hungrig. Danke. Na super. Oh, wie lange dauert das, bis sie da ist? Hilfe. Ich will keine Krankenhausgebühr bezahlen. Ja, ich bin auf dem Weg, aber ich werde irgendwo wieder ganz blöd festhängen. Das weiß ich jetzt schon. Das ist aber richtig blöd gemacht. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, dass man eine Gebühr dafür bezahlen soll, weil man dann nicht pünktlich zu Hause war. Muss ich auch noch schlafen, ne? Es reicht nicht, wenn ich zu Hause bin. Möchtest du schlafen? Nein, aber ich muss. Du schläfst die ganze Nacht durch. So, und ich darf speichern? Oder hat er jetzt gerade für mich gespeichert? Ich bin mir nicht sicher. Das hier ist nämlich das Ergebnis vom Frühling Tag 2. Wir haben Punkte generell bekommen. Einkünfte, die passiv durch Fertigkeiten oder als Drops erzielt werden. Eine Kugel aus reiner Energie, eine wertvolle Ressource. Ein seltsam aussehendes Ticket. Drücken Sie E, um fortzufahren. Ja, ich würde allerdings sagen, ihr Lieben, dass ich das so für mich persönlich als Tutorial ansehe. Also wahrscheinlich war das Ganze danach jetzt kein Tutorial mehr. Aber es passt eigentlich ganz gut, weil man konnte erstmal lernen, dass man noch Aufträge annehmen konnte und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob das, was danach kommt, jetzt auch noch Tutorial ist oder nicht. Aber wir werden auf jeden Fall hier erstmal einen kleinen Cut machen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob ihr mehr von Sunhaven sehen wollt. Weil dann werde ich schauen, dass ich das in meine Pläne alles ein bisschen einbauen kann. Ich denke, ich hoffe, dass wir den Epi dann dazu kriegen könnten, dass wir das Ganze zusammenspielen könnten. Vielleicht sagt er auch, nö, rutscht mir doch alle im Buckel runter, ich habe da keinen Bock drauf, das aufzunehmen. Ich finde das einfach nur lustig, das so zu spielen. Kann ja auch sein, dann machen wir das Ganze natürlich alleine. Nur, ich habe mittlerweile verstanden, warum der Epi zu mir gesagt hat, es gibt einen, ich glaube, es ist ein YouTuber gewesen, der extra ein Programm wohl entwickelt hat, was das Ganze mit Google übersetzen lässt. Also der nimmt sich die original englische Sprache, glaube ich, ist es, und lässt das Ganze dann automatisch mit Google übersetzen. Und das soll wohl um einiges besser sein als, ja, das, was, also mit Google weiß ich nicht, aber es wird auf jeden Fall übersetzt. Es soll wohl um einiges besser sein als das, was hier im Original angeboten wird. Das ist schon, ja, anfangs habe ich noch gedacht, es ist ganz lustig und es kommen auch ein paar lustige Sachen dabei rum. Aber ich bin ganz ehrlich, das darf nicht passieren. Ich habe es ja schon bei Disney Dreamlight Valley gesagt. Ich meine, gut, bei Disney stecken natürlich keine Ahnung wie viele Millionen oder so dahinter, wenn sie die überhaupt noch haben jetzt. Aber sie sollen sich ja bessern, was die Filme und so weiter angeht. Ich bin mal gespannt. Aber jedenfalls, da steckt eine richtige Summe dahinter. Eine Summe, die halt kein Indie-Gamer mal eben bezahlen kann.
Das, Indie-Gamer, Indie-Dev meine ich natürlich. Das kann ich alles verstehen. Aber wenn man sowas macht, dann sollte man es, wenn man es übersetzt, und das ist ja auch super, dass es übersetzt worden ist. Das ist absolut ein Pluspunkt. Aber dann bitte doch auch vernünftig. Also dann bitte wenigstens, es müssen ja keine Sprachprofis sein oder so, die das machen. Fragt einfach in der Community nach. Das so als kleiner Tipp von mir. Das habe ich auch schon öfter erlebt von anderen Indie-Entwicklern. Man hat halt nicht das Geld, das kann ich absolut nachvollziehen. Wobei Sunhaven ja jetzt anscheinend schon sehr, sehr gut verkauft worden ist bisher, so wie ich es mitbekommen habe. Zumindest anhand der vielen Reviews, die ich da gesehen hatte. Und ich bin ganz ehrlich, da darf es einfach nicht passieren. Also auch wenn man sich mehr auf den neuen Content zum Beispiel konzentriert, bitte setzt da eine Person ran, die sich darum kümmert, die von mir aus einen Aufruf macht. Wer möchte sich da mal drum kümmern wegen den Texten? Weil ich gebe zu, ich wusste bei ein paar Sätzen nicht mal, was es überhaupt bedeuten sollte. Gerade jetzt am Ende, da war irgendwie doch so ein komischer Satz bei dem Bergbautypen, na? Keine Ahnung. Ich wüsste auch nicht, wie das im Original heißen könnte, weil ich es einfach nicht, einfach den Sinn dahinter nicht verstehe. Und dann macht es natürlich auch nicht mehr so viel Spaß, wie es eigentlich machen sollte und auch tatsächlich kann. Deswegen, ja. Es gibt auch viele Leute, die das für umsonst machen. Die setzen sich dann auch gerne für euch dahin. Klar, das dauert dann natürlich auch eine Weile, bis das durch ist, aber die setzen sich gerne hin, haben dann das englische Original, müssen das dann kontrollieren. Ist das gut übersetzt worden? Selbst wenn das übersetzt nicht ganz richtig ist, ist es ja okay, wenn es Sinn ergibt. Aber es waren jetzt so viele Sätze dabei, die tatsächlich keinen Sinn ergeben haben. Oder einen komplett anderen, als eigentlich gedacht war. Deswegen, ja, es tut mir wirklich leid. Das ist jetzt auch kein großer Kritikpunkt. Nur sowas darf halt einfach nicht sein. Also ich hoffe inständig, dass die Leute von Sunhaven da sich wirklich hinterklemmen und das Ganze verbessern und dann ja, daraus lernen im Endeffekt und das dann auch für eventuell zukünftige DLCs, die kommen könnten. Ich weiß nicht, ob es jetzt erweitert wird regelmäßig oder ob einmal nur das Spiel online war und die DLCs in Anführungszeichen sind dann nur diese Grafikdinger, die man dabei kaufen kann. Ja, wenn das Spiel groß genug ist oder halt Spaß macht, dann ist es ja okay. Man kann es ja auch auf verschiedene Arten erleben, muss man jetzt auch dazu sagen. Ne? Also je nachdem, was man dann gewählt hat für eine Rasse, für einen Job und so weiter. Und deswegen, ja. Schreibt mir gerne alles in die Kommentare. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr vom Spiel haltet. Habt ihr es selber schon mal gespielt? Würdet ihr es gerne spielen? Steht es bei euch auf der Wunschliste? Möchtet ihr mehr davon sehen oder nicht? Und ganz wichtig, wir müssen den Epi beeindrucken. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr den Epi mit an Bord haben wollt. Dann würde ich ja im Endeffekt das Tutorial überspringen, wobei ich jetzt nicht genau weiß, wo wir dann auskommen. Das würde ich dann mal ausprobieren und würde dann rückwirkend vielleicht, wenn uns da noch irgendwas fehlt dazwischen, den Rest dann nochmal aufnehmen und vorher hochladen und dann halt im Koop. Und wenn der Epi das sehen sollte, die Leute vertrauen auf dich. Bitte sag ja. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.